Hello, this is Leger Legende, and you're listening to the Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuesten Interview-Special bei den Comic Cookies. Einem großen Interview-Special, auf das wir uns sehr freuen. Wir haben richtig Bock auf die quasi auf das Gespräch, das heute stattfindet. Und wir, das bin ich nicht alleine. Hallo, ich bin der Andi. Die Comic Cookies, die haben ja gleich zwei von uns. Andi im Quadrat. Hallo, Andi. Servus Andi, ja, ich bin auch mit dabei. Wir sind nur die halben Comic-Cookies, aber wenigstens die zwei, wo man den Namen leicht verwechseln kann. Wir haben ja prima gemacht. Ja, und die haben uns überlegt, nachdem wir vor kurzem eine E-Mail vom lieben Philipp Kolek bekommen haben, der unter anderem auch die Presse für ganz viele Verlage macht, dass es vielleicht genau der richtige Moment wäre, um sich mal die beiden neuen Verleger eines großen Schweizer Verlages ans Mikro zu holen. Wir sind sehr froh, dass Sie heute mit am Start sind. Hallo Julia, hallo Claudio. Hi. Hi. Hallo. Großer Schweizer Verlag, Edition Moderne. Andi, kennst du, oder? Ja, selbstverständlich. Also ich meine, ich glaube, die meisten Hörer wissen, dass ich bin ja ursprünglich aus Erlangen, das heißt quasi lebenslanger nicht nur Comicleser, sondern ja auch Comic-Salon-Besucher. Und wenn man in Deutschland Comics liest und regelmäßig auf den Comic-Salon geht, dann kommt man natürlich auch mal bei der Edition Moderne vorbei, die ja jetzt dieses Jahr 40-Jährigen haben. Ich bin jetzt 44, das heißt, solange ich auf den Comic-Salon gehe und Comics lese, solange ist auch Edition Moderne schon irgendwie mit im Feld. Ja, so geht's uns auch. Ja, ihr sitzt gerade im Freien, ist es richtig? Wo seid ihr gerade? Was macht ihr gerade? Wie geht's euch? Erzählt mal. Also wir sitzen gerade auf der Dachterrasse vom Haus, wo unser Verlagsbüro und unsere Verlagsbuchhandlung ist. Und weil wir gerade mit unserem kleinen Team kleine Filmaufnahmen am Machen sind für ein Festival, das eben Corona-bedingt, ja jetzt nicht physisch, sondern digital stattfinden wird, mussten wir da ausweichen an die Sonne. Aber es gibt Schlimmeres. Ganz großes Thema, aber vielleicht kommen wir erstmal so ein bisschen generell auf euch zu sprechen, bevor wir diese ganzen anderen großen Themen, die wir heute quasi so im Petto haben, auch mal ansprechen wollen. Erzählt doch mal ein bisschen von euch, erzählt vom Verlag. 40 Jahre sind's, ihr habt 40-jährigen Geburtstag und das allein ist ja Grund zu feiern. Ihr müsst aber auch in große Fußstapfen treten mit David Basler. Habt ihr nicht irgendwem, der Verlag zu verdanken, dass er ist, wo er ist. Erzählt mal, 40 Jahre Edition Moderne, was bedeutet das für euch und den Verlag? Also, es ist eine Dimension, die wir so mit unserem Leben aufwiegen können, oder? Also wir sind beide so um die 40 Jahre, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter und dementsprechend ist uns diese Dimension 40 Jahre wahrscheinlich ziemlich bewusst. Und jetzt was das, die Übernahme oder die Fußstapfen anbelangt, ist es natürlich schön, so ein reiches Erbe antreten zu dürfen. Also man denke, wir hätten das Ganze vom weißen Papier her aufbauen müssen, also abgesehen davon, dass wahrscheinlich nicht dazu gekommen wäre. Ich für meinen Teil hatte nie vor, einen Comic-Verlag zu gründen. Habe auch nie damit gerechnet, mal einen zu führen oder zu übernehmen. Also insofern, es erleichtert eigentlich sehr viel mehr, als dass es eine Bürde ist. Aber es ist, ja, es ist ein reiches Erbe. Es ist, finde ich, ein großes Privileg, darauf aufbauen oder weiterbauen zu dürfen. Es steht ja schon ein großes Gebäude. Von diesen 40 Jahren, wie lange seid ihr beide denn schon bei der Edition Moderne? Ich glaube, aktiv involviert sind wir beide seit circa 2016, wo wir als GestalterInnen also individuell zum Verlag kamen und wo David einfach so schlau war, uns auch sehr schnell auch inhaltlich zu involvieren. Dann mit David bekannt und auch freundschaftlich verbunden sind wir beide schon sehr viel länger, weil wir auch beide MitherausgeberInnen sind vom Comic-Magazin Strapazin, das er früher, also 26 Jahre lang, die Räumlichkeiten geteilt hat mit dem Verlag und wo David auch dabei ist. Und als LeserInnen kennen wir beide die Edition Moderne seit Kindheit und sind die Bücher der Edition Moderne auch Grund dafür, dass wir heute sind, wo wir sind, weil wir halt als Fans und LeserInnen eigentlich primär zum Verlag gekommen sind. Ja, das ist ja der perfekte Moment, wo ich unbedingt die Frage stellen muss, was Edition Moderne denn zu einem so besonderen Verlag macht. Also ohne Frage, ist es ein Verlag mit ganz tollem Portfolio und ganz tollen Künstlern, aber was ist denn für euch, gerade weil ihr auch aus der lesenden Perspektive kommt, das Besondere an Edition Moderne? Also weil für uns in der Schweiz ist es natürlich, es ist der einzige deutsch-schweizer Comic-Verlag. Also
Er hat dadurch natürlich ein großes Alleinstellungsmerkmal. Es gab zwar in den Nullerjahren noch den Verlag Paraschgör, das war aber eher so ein Seitenprojekt von anderen Enthusiasten. Und für mich persönlich ist es eigentlich so der erste Verlag, mit dem ich in Berührung gekommen bin als Teenager, der mir so auch Stoffe geliefert hat, die halt jenseits von den Comics, die ich als Kind gelesen habe, eine ganz neue Welt eröffnet haben. Also für mich persönlich ganz konkret ist das Buch Die Brücke im Nebel von Dardi. Mhm. Das habe ich in der Kantonsschulbibliothek entdeckt und es war mindblowing. Also ich erinnere mich fast schon an das physische Gefühl, als ich diesen Comic zum ersten Mal gelesen habe. Für mich waren Persepolis von Marjan Satrapi und Die heilige Krankheit von David B. Wichtige Bücher, die mir gezeigt haben, was Comic alles kann und sein kann. Und also ich meine, was die Editor Moderne, also jetzt außerhalb des Biografischen, ich glaube, was David tatsächlich geschafft hat, mehrfach in seiner Karriere als Verleger, ist so wirklich ein bisschen so etwas zu riechen oder etwas zu machen, das sich dann etabliert hat. Also eben, das sei das Marjan Satrapi als quasi jetzt, wenn man Maus mal weglässt, also im europäischen Raum, so die Erfindung der Graphic Novel oder zumindest die Etablierung dieses Namens. Dann mit Joe Sacco, das Genre des Reportage-Comic, das ist auch in der Edition Moderne erschienen. Also oder einfach das Who is Who, jetzt in der deutschsprachigen Comic-Szene, irgendwie taucht immer mal Edition Moderne beziehungsweise David Basler im Zusammenhang mit diesem Namen auf. Also das ist natürlich etwas, das wir vielleicht jetzt nicht schon vor 20 Jahren mitgekriegt haben, aber das uns jetzt schon auch sehr bewusst ist, oder je länger, je mehr, wie reich da dieses Erbe ist, das wir angetreten haben. Vor wenigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, ihn persönlich mal kennenzulernen auf der Buchmesse in Frankfurt am Main. Und es war nur ein kurzes Gespräch, ich war neu in der Szene und ich kann sagen, er war super sympathisch und total nett zu einem kleinen, jungen Podcaster. Und finde es ganz toll, was er macht und was er auch eben mit dem Verlag erreicht hat. Wie viel von ihm ist denn noch im Verlag drin? Kommt er regelmäßig vorbei und wird ein Kaffee getrunken oder ist er völlig raus? Also die formelle Übergabe, sage ich mal, hat Ende 2019 schon stattgefunden. Wir haben dann 2020 im gleichen Team, also wir zwei mit David zusammen weitergearbeitet, aber mit umgekehrten Rollen, Claudio und ich dann in der leitenden Funktion und David als unser Angestellter. Und jetzt ist David pensioniert und Claudio und ich führen die Edition Moderne eigenständig, aber er ist natürlich weiter Herr Comic und die gute Seele dieses Verlags und uns auch freundschaftlich verbunden. Er ist nicht mehr so ins Tagesgeschäft eingebunden, aber beispielsweise gerade heute war er da, weil er die neuen Bücher sehen wollte. Also wir freuen uns, dass der Verlag und wir als Menschen mit David in Kontakt bleiben dürfen, aber das operative Geschäft, das läuft jetzt über uns. Er ist jetzt mit seiner Velofahrkarriere beschäftigt. Cool, das heißt also, zur Weihnachtsfeier darf er noch kommen. Ja, er nutzt die Zeit jetzt zum Fahrradfahren, Enkelkinder hüten und Bridge spielen und das mögen wir ihm von Herzen gönnen. Ja, und ihr beide, habt ihr euch selbst erst beim Verlag kennengelernt oder kanntet ihr euch vorher schon? Nee, wir haben uns kennengelernt durch unsere jeweilige Mitarbeit beim Strapazin. Mhm. Nein, wir kennen uns schon länger. Wir kennen uns aus der Bleisatzwerkstatt. Stimmt, habe ich verdrängt. Der was? Aber was ist das? Also die Bleisatzwerkstatt der Kunstgewerbeschule, da haben wir beide einen Abendkurs absolviert, aber ich glaube, das ist schon 15 Jahre her oder so. Aber ich bin eben schon seit 20 Jahren beim Strapazin dabei. Seit wann bist du denn dabei? Ich habe das Gefühl, dass ich habe weniger lang. Ich weiß auch nicht, weniger lang, muss ich jetzt nachschauen. Aber es stimmt, ja, wir haben uns beim Bleisetzen kennengelernt. Auch lustig. Ja. Auf jeden Fall im Zusammenhang mit Büchern oder Buchdrucktechniken. Ja. Aber näher kennengelernt und im Kontext von Comic, das stimmt, das war beim Strapazin. Ihr seid jetzt beide die VerlegerInnen des Verlags.
Wie sieht es im Praktischen aus? Teilt ihr euch da in einzelne Dinge rein? Macht irgendwie eine Person mehr das Kaufmännische, das andere mehr das Künstlerische? Oder wird alles 50-50 gemacht? Das würde mich einfach mal so interessieren. Nee, also es ist nicht so, dass wir uns, also wir haben keine Rüst, also wir eben, es ist so, wir müssen den Verlag jetzt auch ohne David wie so neu strukturieren, neu denken. Aber wir sind ja beides GestalterInnen und besprechen uns wirklich, was das Künstlerische anbelangt, was für Bücher wir machen wollen, wie wir die Bücher machen wollen, also wie wir sie ausstatten möchten, was die ganze, diese ganzen Geschichten, das machen wir wirklich zusammen. Es gibt natürlich innerhalb, also das, was Organisatorisches anbelangt, in denen wir uns ein bisschen aufteilen, dass wir nicht beides alles machen, sondern, aber das sind wir noch in der Findungsphase, aber wir haben jetzt auch eine Mitarbeiterin seit Anfang Jahr angestellt, die die administrative Leitung des Verlages macht und haben auch seit Mitte letzten Jahres einen Azubi als Kaufmanager angestellt, also eine, der macht eine kaufmännische Lehre bei uns. Mhm. Das heißt, ihr seid zu dritt im Verlag? Zu viert. Ja. Cool. Also Azubi, administrative Leiterin und wir zwei. Und dann haben wir ein großes Netzwerk, also das wir auch geerbt haben von David, an tollen SpezialistInnen aus Übersetzung, Presse, Lektorat, Korrektorat etc., mit dem wir weiter zusammenarbeiten. Aber quasi als fixe MitarbeiterInnen sind wir zu viert, ja. Und da sitzt ihr hier laut, wo sitzt ihr eigentlich? Wo seid ihr genau lokalisiert? Direkt in Zürich. Schön mit Blick auf den, wie heißt der See? Zürichsee. Nö, den sehen wir nicht, von da wir sind. Eben. Ja, du schon, ja. In deinem Homeoffice schon, ja. Aber vom Verlagsbüro aus sieht man den Zürichsee nicht. Nein, wie gesagt, wir sind im Herbst umgezogen. Wir haben mit einem weinenden und einem lachenden Auge das Strapazin-Atelier verlassen, wo der Verlag eben 26 Jahre lang beheimatet war. Und sind in ein kleines Ladenlokal gezogen, das gleich 5 Minuten vom Hauptbahnhof liegt. Und das ist für uns super schön, weil das wie, also einerseits im Verlagsbüro ist, aber auch Verlagsbuchhandlung und so, was wir machen, in den öffentlichen, halböffentlichen Raum transportiert und sichtbar macht. Und längerfristig sollen hier halt auch Lesungen, Veranstaltungen stattfinden können und kleine Pop-up-Ausstellungen und so den Kosmos oder die Edition Moderne Familie spür- und fühlbar machen. Eine Membran in die Stadt. Sehr geil. Wir haben wirklich wunderschöne Lokalitäten gefunden. Ist denn Zürich eine Stadt der Comics? Nö. Noch nicht. Also, ich meine, vielleicht jetzt für Deutschschweizer Verhältnisse schon. Es ist einfach die größte Stadt in der Deutschschweiz. Dementsprechend sind viele kulturschaffende Menschen leben in Zürich, obwohl es auch scheiß teuer ist. Also insofern ist die Szene an, also ja, und es in Luzern ist auch so eher ein Hotspot oder gilt, würde man wahrscheinlich sogar eher als Comicstadt wahrnehmen von außen wegen des Fumetto, des Comicfestivals. Oder Basel wegen des. Also es gibt jetzt nicht explizit irgendwas Comic-mäßiges in Zürich, außer das Strapazin. Das ist natürlich auch eine Institution. Also, aber die Deutschschweiz ist wahrscheinlich ähnlich wie Deutschland. Ich weiß nicht, ob das überhaupt grundlegend eine Comic-Region ist. Aber dass jetzt zum Beispiel einen regelmäßigen Comic-Stammtisch gäbe oder so, wo sich Illustratorinnen oder auch VerlegerInnen treffen, das ist nicht der Fall? Also eben, also wenn wir mit allen VerlegerInnen von Comics der Deutschschweiz uns treffen wollen. Das machen wir jeden Dienstag und Freitag. Alles klar. Ja. Aber also was du jetzt ansprichst, es gibt solche Formate, beispielsweise in Winterthur gibt es sowas, das ist so eine Kleinstadt, 30 Minuten. Kleinstadt. Entschuldigung, Claudio ist aus Winterthur, Entschuldigung. Aber für deutsche Verhältnisse ist eine Kleinstadt, also ist auch Zürich eine Kleinstadt, Entschuldigung. Also gibt es sowas in der Art? Ich glaube, also das ist dezentraler organisiert in der Deutschschweiz, aber wir sprechen ja auch von einem geografisch sehr überschaubaren Gebiet. Also ich glaube, das sind einfach andere Dimensionen wie in Deutschland. Und ich meine, wenn man in und um Zürich etwas mit Comics macht, ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass man dann irgendwann mit uns in Berührung kommt. Also weil es
auch mangels Alternativen und weil das halt auch kleinräumig ist. Beantwortet das eine Frage oder? Durchaus, ja. Es ist natürlich auch, es gibt einfach nicht so viele Leute, mit denen man sich treffen könnte. Und dann ist auch ein bisschen noch extrem verstreut und auch einfach ja keine ultrahomogene Gesellschaft, sage ich einfach mal. Ist klar, dass da natürlich einfach nicht so viele Leute da sind. Und dann gibt es noch die Sprachbarriere, also quasi und an der Westschweiz, also im französischsprachigen Teil, da ist wahrscheinlich die Dichte höher. Wegen der Nähe nach links. Andi. Genau, jetzt haben wir ja gerade so kurz abgesteckt, es gibt jetzt nicht unendlich viele Comic-Schaffende und vielleicht in der Deutschschweiz, aber ihr habt ja bei euch im Programm schon einige Schweizer KünstlerInnen mit im Verlag. Also für mich von außen wirkt es schon auch immer so, als wäre das ein bisschen mit ein Schwerpunkt auch für den Schweizer Verlag, dass da entsprechend auch Menschen aus der Schweiz mitverlegt werden. Wie ist denn da so das Verhältnis innerhalb des Verlagsprogramms zwischen KünstlerInnen aus der Schweiz und aus anderen Ländern und auch das Verhältnis aus übersetzten Titeln, Lizenztiteln und eigenen Titeln für euch? Also ich kann keine genauen Zahlen nennen, es schwankt stark. Also jetzt letztes Jahr hatten wir einen Schweizer Autor, dieses Jahr sind es mehr. Also jetzt sicher drei. Simon Baumann. Vier. Dann Pause ohne Ende haben wir jetzt gerade gemacht. Jan Bachmann. Im Herbst, ja, und Jan Bachmann noch. Dann im Herbst ist das Debüt von Maeva Rubli. Stefan. Und Stefan Haller. Also dieses Jahr haben wir ein relativ stark weiblich auch, auch schweizerisches Programm. Letztes Jahr war es nicht so. Letztes Jahr haben wir sehr viele Übersetzungen gemacht. Es kommt auch immer so natürlich darauf an, die Zeichnerinnen arbeiten ja so zyklisch. Dass es sich jetzt so ergeben hat, dass wir uns versuchen, oder es ist eigentlich nicht so, dass wir versuchen, so mega regelmäßig das zu handhaben, sondern es ergibt sich einfach so auch bis zu einem gewissen Grad. Also wir müssen das natürlich strukturieren. Wir möchten schon eine gewisse Ausgewogenheit haben zwischen Schweizer AutorInnen und internationalen AutorInnen sein. Aber es ist grundsätzlich lege ich persönlich jetzt nicht so auf dieses Business Wert. Natürlich fühlen wir uns schon auch unserem näheren Umfeld auch in einer gewissen Weise verpflichtet. Aber der Anspruch an die Qualität oder an die Präzision einer Geschichte oder eines Stoffes ist eigentlich unabhängig von Nationalität oder sei das eine Übersetzung oder nicht, für uns immer der gleiche. Ich glaube, was für uns eigentlich in den Prozessen, sage ich mal, viel größere Unterschiede macht, ist, ob es eine Originalausgabe ist, also auf ein Buch, das bereits quasi auf Deutsch geschrieben wurde oder am Entstehen ist, oder eine Übersetzung, weil das einfach von den Prozessen und vom Investment her so recht unterschiedlich ist. Wenn es jetzt eine Originalausgabe ist, sind wir oft auch sehr früh involviert im Prozess, also bevor es überhaupt eine fertige Geschichte ist, ist etwas, das wir eigentlich auch sehr gerne tun. Also eigentlich auch die AutorInnen, wenn sie es möchten, so begleiten und ein bisschen coachen auf dem Weg zu dieser Buchwertung. Und bei Übersetzungen ist das halt ganz anders. Da gibt es viel zu tun mit dieser Übersetzungsarbeit, aber das Buch liegt schon vor und hat uns genau in dieser Form überzeugt. Und das ist eigentlich auch nicht mehr verhandelbar, weil wenn es schon erschienen ist in einer anderen Sprache, dann gehen wir da nicht hin und verändern noch etwas fundamental. Obwohl wir eigentlich so, was die Covers anbelangt, ja immer versuchen, ein neues extra Cover für die deutsche Ausgabe. Das schon, aber ich meine jetzt den Inhalt, genau. So, aber ja, am Inhalt gestalten haben wir die letzte Seite gestrichen. Ja, vielleicht ist generell der Moment, wo wir mal auf euer Portfolio zu sprechen kommen sollten, dass ja sehr bunt ist, und zwar so bunt, wie das einfach nur sein kann, im positivsten Sinne. Ich selbst habe vor gar nicht allzu langer Zeit die Gelegenheit gehabt, mit dem Frank Schmolke ein Interview zu führen zu seinem aktuellen Buch Freaks, aber Persepolis habt ihr zum Beispiel auch im Programm, ganz aktuell Matter ist, glaube ich, in meiner Blase sehr gut angekommen und viele weitere Dinge hier vor mir oder auch, keine Ahnung, die Farbe der Dinge, die überall super gut besprochen wird, dieses Ding, also das muss ich unbedingt noch lesen, ich habe mega Bock drauf. Erzählt doch mal,
was zeichnet euer Portfolio aus? Wie stellt ihr es zusammen? Auf was legt ihr Wert? Ja, was ist einfach euer Verlagsportfolio? wir haben uns selbst auch viele Male gefragt, auch im Hinblick eben auf die Frage, wie führen wir das weiter? Und ich glaube, eine der großen Qualitäten von Davids Programmation, also dem Erbe, das wir da angetreten sind, ist eben, dass die Edition Moderne nie einem visuellen Stil verpflichtet war, sondern schlicht und einfach der sequentiellen Bilderzählung, also Bildtexterzählung. Und im Endeffekt, also es sagt ein bisschen alles und nichts, meine Antwort, aber im Endeffekt, wir verlegen das, was uns inhaltlich Format überzeugt, überwältigt, verführt. mal, also auf beiden Ebenen im gleichen Sinne, im gleichen Ausmaß und mal ist es mehr die Geschichte, mal ist es mehr die Zeichnung, aber irgendetwas haben alle Bücher, die wir verlegen, in uns ausgelöst. Vielleicht kann man sagen, unsere Konstante ist die Neugier. Das war schon bei David so, und zwar Neugier darauf, was ist möglich, also einerseits als auch ein Reflektieren, das muss nicht in der Geschichte sein, aber dass wir auch darüber uns überlegen, was kann das Medium oder beziehungsweise auch eben so begeistert sind, was das Medium aus kann an Verschiedenheit von Stoffen, an einen Resonanzraum bieten für die verschiedensten Stimmungen, Geschichten, sei das eben von nicht-fiktional bis komplett assoziativ, fast abstrakt. Da denke ich jetzt gerade an Kaskade von Fabio Viscogliosi, das sehr, sehr, also eben die Narration ganz anders pflegt als ein Joe Sacco oder wiederum ganz anders pflegt als jetzt Simon Baumann, eine ganz junge Autorin, die wir jetzt dieses Frühjahr ein Buch erscheint. Und dass das quasi, dass das uns immer wieder begeistert und diese, und wir finden, dass da dann so etwas kulminiert, diese Kombination aus Bild und Text und wie einfach auch oder mit welchem Selbstverständnis man eben Zeiten verkürzen oder dehnen kann von Panel zu Panel, von Seite zu Seite, das, oder eben bei Lina Ehrentraut, diese Maschine, oder sie ist eine Doppelseite, sie hat eine Maschine, die kann ein Paralleluniversum erschaffen, da ist ein Körper, das ist so auf einer Doppelseite abgehandelt. Es ist ganz klar, was damit gemeint ist. Es braucht keine, also, aber weil sie das auch sehr gut macht. Und dann kann diese Geschichte von da an sich ausrollen und schlägt diese Wolken. Und das ist, ich glaube, das zeichnet unser Portfolio aus, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Und eben immer, oder der Versuch, vielleicht gelingt uns das nicht immer so, aber eigentlich, das ist mir persönlich ein Anliegen. Eine gewisse Form von Dringlichkeit in diesen Büchern zu haben. Und sei das eben von der grafischen Verführung oder sei das wirklich fast die Dichte oder Schwere oder Komplexität des Stoffes anbelangt, das ist mannigfaltiglich. Vielleicht kann man hier noch unseren tollen Lautspruch ergänzen, den wir letztes Jahr, glaube ich, eingeführt haben. Avantgarde seit 1981, der Klassiker. Ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Das fasst es für uns eigentlich schön zusammen, was die Edition Moderne ist oder sein will und kann. Könnte man sagen, ihr reizt die Grenzen des Mediums so weit aus, wie es geht, macht auch mal ein paar Wagnisse und die funktionieren meistens, aber nicht immer? Also ich glaube, insbesondere in unserem letzten Herbstprogramm, glaube ich, das war ein mutiges Programm, sag ich mal. Also wir hatten auch viel Feedback jetzt auch innerhalb der Szene, so von ein paar Übersetzungen, wo sich jetzt viele Leute auch gefreut haben, dass diese Bücher jetzt erhältlich sind auf Deutsch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch so auch mit jugendlichem Übermut vielleicht auch ein paar Risiken eingehen, die jetzt David nicht eingegangen wäre. Oder nicht mehr. Ja, das gehört ja auch dazu. Also ich sehe es auch als unsere Aufgabe, jetzt nicht so in einer nahtlosen Kontinuität das weiterzumachen, sondern auch
ich weiß nicht, ich sehe es als unsere Aufgabe schon, das Erbe der Edition Moderne zu pflegen, aber auch neue Perspektiven reinzubringen, und es darf ruhig auch ein bisschen spürbar sein, dass jetzt wir die Leitung übernommen haben und vielleicht hier Schwerpunkte leicht anders setzen, wie David es vielleicht getan hätte. Das ist auch abgesehen davon etwas, dass wir auch gezwungen wurden oder werden, weil David hat ja natürlich mit seiner Generation, oder er hat natürlich auch eine Generation AutorInnen gepflegt, die mit ihm auch in die Jahre gekommen sind und dementsprechend auch, wie so viele, machen keine Bücher mehr oder stehen eher am Ende ihrer Karrieren, und dementsprechend sind wir natürlich gezwungen auch, wie eine neue, jüngere neue AutorInnen ins Programm zu bringen. Also, aber es klingt jetzt so, als wäre das so ein Muss, aber es macht natürlich viel Lust. Im letzten Herbst, jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen, haben wir Kaskade verlegt von Fabio Viscogliosi und Freaks von Frank Schmorke und Marc Ozeng. Und die Bücher sind fast zeitgleich erschienen, lagen dann beide auf dem Tisch, und mit Claudio zusammen diesen Verlag zu leiten, der im selben Programm zwei so unterschiedliche Bücher verlegt und die so, ich würde schon behaupten, an zwei ganz unterschiedlichen Polen von was Comic sein kann, sind, das finde ich echt ein Privileg. Also du hast vorher nach den Grenzen gefragt und den Risiken, die wir eingehen. Ich finde, diese zwei Bücher im selben Programm zu haben, stellt eigentlich implizit genau die Frage, was ist Comic oder was kann Comics alles sein? Aber es ist ja auch so, wir haben diese Bücher quasi nebeneinander gestellt, zueinander gelegt, mhm, und sie sind wunderbar miteinander. Sie sehen so gut aus auch miteinander. Also sie funktionieren auch gut miteinander. Ich glaube, das ist uns auch ein Anliegen. Es geht um eben nicht jetzt Extreme aufzuzeigen für dann eine ganz, ganz kleine Interessensgemeinschaft, die ganz spezifisch dieses Buch sucht, sondern eigentlich so wie wir, also einfach auch eher der Versuch, Berührungsängste abzubauen, dass eben das beides genauso geht. Also dass man auch so eben, man muss sich gar nicht entscheiden, ich lese jetzt nur Fantasy-Comics oder ich lese nur Arty-Comics oder so, sondern dass eben, wenn die Neugier genug groß ist oder so, dass eben viele verschiedene Genres auch wahnsinnig viel zu bieten haben. Und koexistieren und sich bereichern können. Ja, und was ich auch, wenn wir schon am Ergänzen sind, was ich auch sehr lustig fand, ein tugendhafter Vater, auch letzten Herbst bei uns erschienen, von Ludovic Döber, der war in der besten Liste des Virus-Magazins, so, das ist ein Magazin, das sich so auf Horror spezialisiert hat, und gleichzeitig auch im Page. Das ist ein Graphic Design Magazin unter den besten Graphic Novels. Das fand ich auch fand ich toll, dass quasi so eben zwei vordergründig sehr unterschiedliche Publikas durch das gleiche Buch gleichermaßen sich angesprochen gefühlt haben. Fand ich ein großes Lob. Also frischer Wind sowohl im Verlag als auch im Portfolio des Verlags, und das kann ja nur gut sein, wenn da eben auch mal einfach neue Dinge zu sehen sind. Geht ihr denn auch mal mit einzelnen Dingen, sage ich mal, auf Nummer sicher? Also ich meine, irgendwie muss sich der Verlag ja auch tragen. Also wir sind noch nicht so lange dabei. Jetzt mit Marjan Satrapi haben wir dieses Jahr eine Jubiläumsausgabe gemacht. Das war jetzt zum Beispiel ein relativ sicherer Wert, oder? Dass sich das verkauft, dass quasi dieser Name auch dieser Name zieht. Also wir haben das aber nicht gemacht, weil wir einfach, also wir finden das auch wirklich ein wahnsinnig tolles Buch. Sonst mache ich die Erfahrung in meiner in einer kurzen Laufbahn als Verleger. Es ist wahnsinnig schwierig abzuschätzen, ob es denn wirklich funktioniert oder nicht. Hm. Und jetzt so Fortsetzungen und so, eben wenn du mit was anfängst, dann musst du ja dann auch weitermachen. Wenn dann das erste schon nicht funktioniert, machst du es dann weiter, machst du es nicht weiter. Wir fühlen uns ja auch unseren AutorInnen verpflichtet, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir würden für etwas für 3 Alben oder 5 Alben zusagen, dann müssten wir das ja auch machen. Also ich finde, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Oder ich würde jetzt nicht behaupten, von mir wissen zu können, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Ich finde aber, oder ich glaube, mittlerweile oder noch sind wir nicht an dem Punkt, in dem wir uns von so Fragen zu stark leiten möchten, sondern die missionarische Ader ist so stark, dass wir einfach finden, wir sind so begeistert, also muss es uns gelingen,
diese Begeisterung, diesen Funken quasi, dass der überschlägt. Und wir müssen dann dementsprechend härter daran arbeiten, eben diese Message in die Welt zu tragen, als unser Programm anzupassen. Würdest du das? Ich bin einverstanden. Und was man vielleicht noch ergänzen kann, wir machen nur 12 Bücher im Jahr. Das ist vergleichsweise wenig, also im Vergleich zu ja sogar anderen unabhängigen Comic-Verlagen. Also jedes dieser Bücher ist eines unserer Lieblingsbücher und jetzt auch was die Gestaltung betrifft. Wir schneidern jedem Buch einen Maßanzug oder wir begleiten auch die Übersetzung und das Lektorat. Also sind involviert in alle Aspekte dieser Buchwertung. Und also wir glauben in dem Sinne wirklich an jedes Buch und glauben, dass es wichtig ist, dass es gelesen wird. Und klar, dann gibt es Bücher, die thematisch einfacher sind, so für uns oder auch die Presse so einzuhängen. Aber ja, wir haben uns bis jetzt noch nicht solchen, dem noch nicht unterworfen. Also. Und ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel Martin Banchot mit Die Farbe der Dinge. Ich meine, wer hätte gedacht, dass das so ein Erfolg wird? Ja. Wir haben eine zweite Auflage gedruckt und das Buch verkauft sich jetzt seit einem Jahr. Es bricht nicht ein. Mhm. Und ich meine, das hätte ich ehrlich gesagt nicht in dem Maß erwartet. Mhm. Und wenn wir uns vielleicht gedacht haben, ja, also wir müssen ein großes Risiko, machen wir vielleicht besser nicht. Machen wir was anderes, hätte dann nicht. Meine noch nicht so große Erfahrung sagt mir einfach, man kann es nie wissen, oder es ist wirklich schwierig. Manchmal trifft man das Momentum, ein andermal vielleicht nicht. Frank Schmolke mit Nachts im Paradies, das war ja ein großer Erfolg für uns. Dann dachten wir ja mit Freaks, mit Netflix, mit Marco Seng noch im Boot. Das ist ein relativ sicherer Wert. Jetzt ist das dann halt rausgekommen, dass der Film ist ein bisschen früher rausgekommen als geplant, weil die ganzen sommerlichen sportlichen Großveranstaltungen abgesagt wurden. Comic war dann einen Monat später. Das Momentum hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Es ist jetzt nicht so, dass sich dieses Buch wie warme Semmeln verkauft. Also es verkauft sich okay, aber es ist. Und insofern wäre jetzt das wieder ein Beispiel, dass ein quasi sicherer Wert gemessen am Buch vorher nicht unbedingt jetzt quasi sich dann steigern muss, sondern auch um dieses Buch muss man sich bemühen. Das ist kein Selbstläufer. Aber was ich vorher eigentlich sagen wollte mit den 12 Titeln pro Jahr ist, ich finde, als Autorin mit einem Buch unter diesen 12 Titeln zu sein, das allein soll ein Qualitätssiegel sein. Mindestens etwas hat Claudio und mich an diesem Buch so überzeugt, so verführt, dass wir fanden, doch, das muss eines dieser 12 Bücher sein. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir hier mit dem Verkauf dann einhängen können. Aber ja. Am Anfang steht eigentlich dieses Verlieben. Das ist unsere Strategie. Wir versuchen, das Label Qualitätsapproved von Julian Claudio so stark zu etablieren, dass man einfach Bücher der Edition Moderne kauft. Man vertraut uns blind. Und ihr könnt den ganzen Tag diese tollen Comics lesen. Klasse. Das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Ihr habt jetzt ein bisschen das Profil des Verlags und auch eure Auswahl und eure Arbeit beschrieben. Was ist denn das Profil der Leserschaft? Also zum einen, welche Lesenden stellt ihr euch vor oder wünscht ihr euch für eure Bücher? Versus was wisst ihr denn auch über die Leserschaft von Edition Moderne? Gibt es da eine Fangemeinde? Gibt es da Menschen, die sich jedes Jahr alle 12 Bücher holen? Oder ist das sehr divers? Und wie viel Einblick habt ihr da natürlich auch überhaupt? Also ich glaube, die Leserinnschaft ist so vielfältig wie die circa 400 Bücher in unserem Portfolio. Und wir wissen auch nicht so viel über diese Leserinnschaft, wie du es schon angedeutet hast. Ich wünsche mir, dass es mehr werden für uns und für die AutorInnen und die tollen Bücher, die sie machen. Und was wir schon auch regelmäßig besprechen ist, wir möchten natürlich, also es freut uns, wenn die Comic-Fans sich freuen,
über unsere Bücher, aber wir möchten auch ein ganz grundsätzlich visuell interessiertes Publikum erreichen mit unseren Büchern. Und das ist auch ein bisschen die Hoffnung, die wir haben durch beispielsweise die gestalterische oder vermittlerische Arbeit, die wir machen an den Büchern und rund um die Bücher, dass vielleicht auch Personen, die jetzt Berührungsängste haben mit dem Medium, die sie vielleicht abbauen können, weil es von der Aufmachung her oder vom Kontext, in dem sie dieses Buch sehen, sie irgendwie anders erreicht. Also irgendwie auch aus dieser Blase auch rauskommen. Auch weil wir finden, die Bücher haben es verdient. Mehr Breite. Also überhaupt, ich glaube, das ist etwas, das Genre Comic generell, also noch mehr in der Breite der Bevölkerung, also der Menschen ankommen dürfte, jetzt nicht nur die Edition Moderne. Aber ich glaube, jetzt, wir haben natürlich eine Fangemeinde, eine, es gibt ja auch einen Edition Moderne Fanclub, die die haben wie ein Abo, die kriegen alle 12 Bücher nach Möglichkeit signiert. Das ist deshalb ist es limitiert auf 25 Personen, weil mehr wollen wir den Autorinnen nicht zumuten, Bücher zu signieren, beziehungsweise eben auch dann ja eine Zeichnung, eine Originalzeichnung da reinzumachen. Und jetzt gerade haben wir natürlich unsere Leserinnenschaft ein bisschen aus dem Blick verloren, leider, weil, also das fehlt mir auch. Durch Corona sind all die Messen, die abgesagt wurden und so, sind wir auch nie oder selten im persönlichen Kontakt mit Menschen, die unsere Bücher mögen oder die zumindest Comic mögen, die wir dann so persönlich die Chance haben, auch quasi Edition Moderne Titel zu zeigen. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr auch, weil wir ja 40 sind und am besten feiern möchten, auch mit unseren LeserInnen in direktem Kontakt zumindest das eine oder andere Mal möglich sein. Also ja. Vielleicht kann ich hier noch Max Beitinger zitieren, mit dem ich in Kontakt war für eine Strapazin-Ausgabe letztes Jahr, ein Autor aus Leipzig von Reprodukt verlegt und Rotopol. Und er hat mir mal geschrieben, netterweise, hat mich sehr gefreut, ihr habt hier Fans, alle sind ganz begeistert, und dann haben Claudia und ich neugierig zurückgefragt, ja, wo ist hier und wer sind alle? aber offenbar ist unser Herbstprogramm in der Leipziger Comic-Szene ganz gut angekommen. Das hat uns gefreut zu hören. Jetzt habt ihr gerade ein bisschen drüber gesprochen, dass es ein Ziel wäre, dass eure Bücher ein breiteres Publikum finden, nicht nur innerhalb der Comic-Szene, sondern auch generell ein interessiertes Publikum, ein Publikum, das an schöner Gestaltung einfach interessiert ist, dass das ein schönes Buch zu schätzen weiß. Vorhin haben wir ein bisschen drüber gesprochen, dass Zürich jetzt nicht die riesige Comicstadt ist oder generell auch Deutschland jetzt nicht das große Comicland ist, und dass dieses Thema, die Beschäftigung mit Comic eben noch nicht so komplett in der Breite angekommen ist. Was kann man da denn machen oder was sind denn so eure Ideen? Weil ich habe da vorhin so kurz drüber nachgedacht, als ihr auch drüber gesprochen habt. Ihr habt ein paar Schweizer KünstlerInnen mit im Programm, aber es gibt jetzt auch nicht so viele ZeichnerInnen, die sich aus der Region da so mit anbieten. Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen ein Zusammenhang? Also wenn es mehr Menschen gibt, die sich also aktiv mit dem Medium beschäftigen, also auch zeichnen und schreiben, die auch verlegt werden und auch verlegt werden können, die also auch sehen, es gibt auch Verlage, also es ist ja auch, dass jetzt nur ein deutschsprachiger Verlag in der Deutschschweiz vorhanden ist, ist ja auch, wenn das die einzige Anlaufstelle ist, ist ja auch ein bisschen wenig. Also habt ihr irgendwie eine Zukunftsvision oder eine Idee und auch vielleicht direkt bei euch im Verlag, was ihr so dafür tut oder tun könnt, um eben wirklich den Comic und auch euer Programm in die Breite mehr zu präsentieren zu können? Also eben der erste Schritt, den wir jetzt mal gemacht haben, ist unsere Bücher. Wir haben versucht, quasi das Buch als Objekt so mal schon ein bisschen dem eine andere Präsenz zu geben. Und da, als das vielleicht generell, also haben wir natürlich einen Vorteil, da wir beide GestalterInnen sind von Beruf, dass wir das quasi diese Skills mitbringen und dass uns natürlich das auch ganz persönlich ein Anliegen ist. Vielleicht
reden wir uns auch schön, dass wir deshalb, aber wir haben da trotzdem, wir haben das Gefühl, dass auch quasi durch dieses, eben dieses Objektbuch, dass das eine andere Form, also man hat ja, also viele Menschen haben so eine Vorstellung, wie sieht ein Comic aus, und zwar von außen und von innen. Und dass wir versuchen, diese Erwartung wie so von Anfang an zu unterwandern. Und sonst bleibt uns, also das ist so das eine. Das andere, das jetzt so vom Objekt her, und das andere ist wirklich, ich meine, im Feuilleton werden ja Comic schon besprochen. Jetzt ist wie so die Frage, oder es gibt eben diese einzelnen Ausreißer nach oben, wie beispielsweise Marjan Satrapi mit 200.000 verkauften Büchern in Deutsch. Oder sogar noch mehr. Ich glaube, aber es sind auf jeden Fall wirklich, ich glaube, es sind um die 200.000. Und das zieht aber nichts nach. Also ich glaube, wissen wir nicht, oder ich weiß nicht, wie man jetzt quasi da das die eine andere nachziehen kann, dass quasi dieser Spalt zwischen den paar ganz wenigen Leuchttürmen oben aus und dem anderen, dass da irgendwie die Grundauflagen, dass auch andere Bücher mehr gelesen werden, also das größeres Interesse weckt. Und eben, ich glaube, es braucht einfach eben, also noch mehr Zeit und immer weiter versuchen, die Menschen davon, diese Begeisterung, die wir haben für dieses Medium, zu teilen und das versuchen zu vermitteln und auf allen Kanälen, die möglich sind. Vielleicht beim Publikum eine gewisse Überzeugung breit macht. Ja, ich kann das lesen. Ich glaube, viele Menschen sind auch überfordert vom Medium. Sie trauen sich nicht zu, diese Comics zu lesen. Sie haben das Gefühl, sie verstehen es falsch oder was. Also ich verstehe diese Angst nicht, aber das wird uns auch entgegengetragen. Und ich glaube, da braucht es einfach mehr, weiter, vielleicht ja mehr Breite, auch mehr Verlage. Ich weiß jetzt nicht, eben in Deutschland mit 100 Millionen ungefähr EinwohnerInnen und sind jetzt auch nicht so viel, also jetzt gemessen an der Einwohnerzahl sind wir wahrscheinlich sogar in der Deutschschweiz mit dem einen Verlag fast schon diverser aufgestellt. Aber vielleicht können wir ja ganz konkret noch darauf eingehen, also was du erwähnt hast mit auf allen Kanälen. Also wir versuchen ganz Verschiedenes und ich glaube, es sind vielleicht große Schritte für uns. Ich weiß nicht, für den Comic an sich sind es vermutlich kleinere oder es ist auch nicht immer so ablesbar, was das dann quasi bringt. Aber wir haben Anfang ja unsere Webseite neu gelauncht und erhoffen uns natürlich auch, dass jetzt in dieser Form wir vielleicht mehr Bücher verkaufen jetzt über die Webseite. Also, was ich auch schön finde, ist, dass so sehr visuell sichtbar gemacht wird, welche beinahe 150 Titel der Edition Moderne lieferbar sind und was das für eine Vielfalt und Qualität auch hat. Dann auf Instagram präsentieren wir die Bücher eigentlich in einer anderen Form. Da arbeiten wir mit so super schönen fotografischen Inszenierungen der Fotografin Anne Morgenstern, die Bücher so wirklich als Objets de désir, also so als Objekte, die man eben haben wollen soll, fotografisch inszeniert. Und was auch so eine größere Veränderung war, die wir letztes Jahr gemacht haben, ist, dass wir die Vorschau in einem ganz anderen Format zeigen, nämlich in einem Zeitungsformat. Und diese jetzt für den Buchhandel unkonventionelle Form soll halt auch zeigen, wie wir vielleicht auch die Bücher ein bisschen unkonventionell denken oder unkonventionell aufmachen. Und was mir besonders gefällt, auch an dieser Vorschau, ist, wir haben andere AutorInnen oder dem Verlag nahestehende Personen eingeladen, sich jeweils zu einem Titel zu äußern. Und so wird wie in dieser Polyphonie der unterschiedlichen Stimmen wird so auch wieder das Edition Moderne Universum oder mehr die Edition Moderne Familie auch ein bisschen fassbarer. Und es entstehen so Verbindungen. Und das ist
auch das, was mir so gefällt an dieser Verlagsarbeit, also die unterschiedlichen Möglichkeiten, die diese Arbeit und diese Bücher auch ermöglichen. Und da ist eben auch da in diesem, weil du das sagst, eben verschiedene Autorinnen oder Menschen aus dem Umfeld des Verlags, die sich zu anderen Titeln äußern, da versuchen wir natürlich auch das so zu kuratieren, dass manchmal Stimmen gibt zu Büchern, die jetzt vordergründig, vielleicht hat man das Gefühl, hä, wieso jetzt schreibt diese Person zu diesem Buch, und dann merkt man, ja, nee, aber quasi die, also auch das ist ja eben nur vordergründig, eigentlich schließt sich das aus oder ist nicht naheliegend, aber eigentlich haben die ja doch eben, das gibt da Gemeinsamkeiten, einen gemeinsamen Nährboden, und dementsprechend kann man sich auch gegenseitig bereichern. Und eben auch wichtig für uns, das ist sehr lokal, aber quasi, dass wir ein Schaufenster in die Stadt haben, und da laufen wirklich viele Leute vorbei und sie schauen sehr interessiert in dieses Schaufenster. Das ist nur sehr klein, aber vielleicht so ganz langsam, tröpfchenweise, geht das dann in die Köpfe und in weiteren 50 Jahren ja, in der Breite angekommen. Keine Ahnung, vielleicht geht es auch schneller oder eben, also, und alles mögliche Veranstaltungen machen. Wir sind da wurden wir jetzt halt wirklich hart zurückgebunden, alle. Aber das kommt wieder, und dann auch da wollen wir auch da weiter eben so Gas geben und an verschiedenen Orten, also was wir zum Beispiel jetzt auch anleiern, wir haben mit dem Museum Riedberg, das ist ein Museum da in Zürich, das ethnologische Museum, da haben wir jetzt, mit denen machen wir im Sommer etwas, dass wir auch Führungen machen im Museum und quasi im Rahmenprogramm einer Ausstellung, da geht es um narrative Kunst aus Japan, im Begleitprogramm präsent sind, quasi mit Menschen Comic lesen und so. Und das ist zum Beispiel wieder ein ganz anderes Publikum, das ist eher ein gesetzteres Publikum, das da ins Museum geht. Und so entstehen Schnittstellen und gerät man an Menschen, die eben außerhalb der eigenen Bubble oder Community sich bewegen. Und ich glaube, das ist etwas, das hoffen wir zumindest, dass fruchtbar sein wird. In the long run. Es ist jetzt nichts Kurzfristiges, so wie zack, zaubern wir aus dem Hut und dann haben wir plötzlich doppelt so viele LeserInnen. Ich glaube, das ist aber eh utopisch, das geht halt nicht. Also, ja. Wenn irgendjemand diese Zauberformel hätte, er hätte sie wahrscheinlich schon angewandt. Ja, es scheint mir, als wäre ein Comicverlag zu betreiben, ähnlich wie ein Podcast zu haben, und braucht viel Geduld und muss lang anhalten, gute Qualität liefern, damit es irgendwann irgendwie auch jemanden erreicht. Ja, ich glaube, das ist so. Ja. Kein Selbstläufer, aber es macht Spaß. Ja, ohne Frage. Ich weiß nicht, wie es beim Comic, beim Podcast ist, aber im Verlag ist es auf jeden Fall so. Bei so tollen Gesprächen wie heute macht es auch immer Spaß, kann ich garantieren. Ja, ihr hattet gerade die Social Media angesprochen. Ich weiß nicht genau, wie der David die Social Media so bespielt hat und ob jetzt Facebook, Instagram und Twitter so genau seine Plattform waren. Aber wie wichtig ist es für euch? Pusht ihr da die, keine Ahnung, Followerzahlen und macht voll die Stories und so? Oder wird das vielleicht noch nicht ganz voll ausgeschöpft? Wir geben unser Bestes, aber es ist ein Fulltime-Job. Und ich glaube jetzt auch gemessen an dem, also dass man immer wieder die gleichen 1000 Nasen, oder ich finde, es hat schon etwas ein bisschen Selbstreferenzielles. Oder man feiert sich gegenseitig ab und verstreicht ein bisschen Schulterschmalz. Ich bin nicht restlos überzeugt von diesem Medium. Ich meine, es ist ein sehr visuelles Medium, insofern eignet es sich. Und wir müssen da präsent sein, wir wollen da auch präsent sein. Es ist auch eine Lust, eben ist auch als Austausch so von quasi unter in der Szene ist es auch noch so, ist es auch schön, sich gegenseitig recht direkt sagen können, ah, das ist ja schön, das ist jetzt wirklich schön geworden, cool und so, keep up, wir zeigen das dann später und so. Also dass diese ganzen Vernetzungen und Verlinkungen hat schon seinen Reiz, aber man verliert sich auch relativ schnell drin und es ist schwierig, ein Maß zu wahren zwischen eben so Aufwand und Ertrag. Dann immer dieses eifersüchtige Schielen, wie viele Likes kriegt man, wie viele Follower hat man und so. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dieser Plattform. Ja. Facebook, ja. Es stößt mich ehrlich gesagt visuell so hart ab, wenn ich da drauf komme auf die Seite. Ich war nie Facebook, ich bin auch wirklich überfordert von diesem Interface. Ich bin sofort so, was, wie, wo, schnell oder weg. Also das ist etwas, das David recht gepflegt hat. Das liegt jetzt eigentlich seit Anfang Jahr brach. Ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendjemand jemals dieses Jahr schon auf unserem Facebook-Profil war. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also eben, aber das ist wirklich, das ist auch so, da ist es ein bisschen die Schwierigkeit oder die Gefahr, es besteht die Gefahr, dass man sich verzettelt. Ist ja auch nicht gesagt, dass das zwangsläufig Abverkäufe zur Folge hat, nur weil man da große Followerzahlen hat, ist nicht zwangsläufig auch der Verkauf gepusht. Aber jetzt vielleicht, also jetzt Instagram finde ich,
eben innerhalb von einem gewissen Maß. Es ist irgendwie für uns auch relativ aufwendig, das zu pflegen. Aber ist grundsätzlich, wie Claudio sagt, eigentlich ein schöner Kanal, weil er halt so visuell ist. Also, ja. Okay, cool. Ein paar Fragen haben wir noch. Eine Frage brennt mir die ganze Zeit unter den Nägeln. Ist was komplett anderes, aber das muss ich unbedingt ansprechen, weil ich glaube, ich habe das in exakt jedem Buch, das ich von euch jemals gelesen habe, gesehen. Nämlich die Frage von diesem Strukturbeitrag. Hier steht, dass ihr jetzt auch wieder für die Jahre 21 bis 24 vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag unterstützt werdet. Was bedeutet das denn? Ja, das Bundesamt für Kultur fördert jeweils für die Dauer von 4 Jahren Kleinverlage, die halt gewisse strukturelle Bedingungen erfüllen. Und wir haben das jetzt wiederholt erhalten, zum Glück. Also wir und ich weiß gar nicht wie viele, also aber einige Klein- und Kleinstverlage aus der Schweiz. Und das ist eine sehr tolle Förderung. Also man kriegt das dann etappenweise, also pro Geschäftsjahr quasi. Ja, einfach weil es also über einen gewissen Zeitraum ist und so portioniert, das ist wirklich eine große Unterstützung, dann mit diesem Beitrag auch zu wirtschaften. Mhm. Also es sind nicht nur kleine Verlage, glaube ich, es sind auch relativ große Verlage, die da in Genuss kommen. Es ist, also wurde eingeführt im Zusammenhang mit dem Extrem, also als der Schweizer Franken quasi sehr, sehr teuer wurde, gegenüber dem Euro vor allem, weil eben das ist der deutschsprachige Raum ist für Schweizer Verlage oder Deutsch-Schweizer Verlage. Oder sonst überhaupt der europäische Raum in der Währung Euro ist ein wichtiger Markt und je höher der Franken ist, desto schwerer wiegt quasi der Standortnachteil Schweiz, die Hochpreisinsel. Und in dem Zusammenhang wurde diese strukturelle Förderung ins Leben gerufen, dass dieser Standortnachteil quasi partiell weggemacht werden kann. Das ist eine Wirtschaftshilfe des Bundesamtes für Kultur, für Verlage, die in der Schweiz ansässig sind. Und man muss gewisse Kriterien erfüllen, um diese strukturelle Förderung zu erhalten. Und die erfüllen wir zum Glück. Und deshalb kommen wir in den Genuss, einen Teil von diesem Pott zu kriegen. Und das ist natürlich eben, da ist man prozentual beteiligt, auch nach Umsatz, den man macht. Also die größeren Verlage kriegen da natürlich mehr Geld als wir und noch kleinere Verlage kriegen da ein bisschen weniger Geld. Aber es ist wirklich etwas Tolles. Das ist einfach, wir wissen jetzt wieder für diese nächsten 4 Jahre, das ist ein Betrag, mit dem können wir einfach jährlich rechnen und müssen uns auch nicht darum kümmern, dieses Fördergeld neu zu beantragen. Es macht wirklich einen Unterschied. Also das finde ich auch einfach ein schönes politisches Förderinstrument, um die Buchlandschaft zu unterstützen und vielfältig zu bewahren, sage ich mal. Ich glaube, das ist für viele Verlage ein existenzieller Beitrag. So geil, ich finde es auch toll, weil es letztlich dafür sorgt, dass ich hier Comics auf meinem Tisch liegen habe. Danke. Wir leiten es gerne weiter. Jo, dann mal noch ob es eine Fangfrage ist, keine Ahnung. Aber ihr redet jetzt die ganze Zeit zum Glück davon, dass ihr ganz tolle Comics im Programm habt. Oder habt ihr vielleicht eigentlich auch Graphic Novels im Programm oder beides? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Wie seht denn ihr das? Ach so. Es kommt mega darauf an, wie man Graphic Novel definiert. Ich glaube, es hat sich so eingebürgert, dass alles über 64 Seiten oder über 48 Seiten Graphic Novel ist und alles eben quasi nicht in diesem klassischen Albumformat daherkommt. Es ist, ich glaube, es ist auch so, oder die anderen definieren es so, dass quasi die AutorInnen mehr Freiheit genießen, dass es oder so deshalb dann das Prädikat Graphic Novel verdient, also häufig oder eben dass es so sich von diesem Comic oder dem trivialen Beigeschmack, dass viele Leute im Wort Comic sehen, dass man sich davon abgrenzen kann. Für mich persönlich, also ich spreche davon, dass wir einen Comic-Verlag führen und nicht einen Graphic Novel Verlag, obwohl wir wahrscheinlich jetzt im Common Sense fast eher mehr Graphic Novels machen als Comic, oder? Also mir bedeutet dieses Wort Graphic Novel nicht wahnsinnig viel. Dir, Julia? Nein, aber also Kommunikation benutzen wir beide Wörter, einfach auch um klarzustellen, dass wir da eben Bücher in diesem Spektrum machen, aber
ich selbst jetzt quasi, wenn wir uns tagtäglich unterhalten, machen wir diese Unterscheidung nicht. Das ist ja auch nicht trennscharf. Also ich glaube, das ist auch nicht unbedingt, was uns so interessiert. Ich glaube, was für uns ist wichtiger, sind andere Aspekte an einem Buch oder an einer Geschichte wichtiger als eben diese Etikette, also oder diese Schublade, in die man sie tut. Also wir sind eigentlich eher daran interessiert, die Projekte aus diesen Schubladen rauszuholen. Wie seht ihr denn, wie versteht ihr denn den Titel, wo würdet ihr das denn abgrenzen? Graphic Novel versus Comic? Das ist ja ein Thema, an dem wir uns schon seit Jahren bis Jahrzehnten mittlerweile irgendwie die Zähne ausbeißen. Und ich bin auch mit dem Begriff Comic aufgewachsen und für mich war alles Comic. Da gab es keinen Unterschied. Und dann gab es ja vor einigen Jahren gerade im deutschsprachigen Raum ja mehr oder weniger diese Bestrebung verschiedener Verlage, den Begriff Graphic Novel ein bisschen zu etablieren, gerade eben auch für den Buchhandel abseits des Comic-Buchhandels, um das Medium eben auch in die Breite zu tragen und einem Publikum nahe zu bringen, das eben gewisse Vorurteile gegenüber dem Begriff Comic hat und eben auch, was hinter dem Begriff Comic steht. Und ich glaube schon, dass das auch viel getan hat. Also wir sehen ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass sich die Akzeptanz des Mediums durchaus verbessert hat. Ihr habt vorhin schon erwähnt, wird ja auch im Feuilleton besprochen und das war vor 30 Jahren noch nicht so, wie es mittlerweile der Fall ist. Aber ich weiß natürlich auch aus dem eigenen Umfeld und so, dass viele Menschen trotzdem mit dem Medium immer noch nichts anfangen können. Und ich höre auch im eigenen Umfeld so Sätze wie, naja, wenn ich schon was lese, dann lese ich lieber was Richtiges. Gemeint ist was ohne Bilder. Also ich habe es im eigenen Sprachgebrauch mittlerweile auch so, ich sage lieber Comic, als dass ich Graphic Novel sage. Ich sage dann halt auch gerne mal gegenüber Menschen, die eben nicht ganz so nah in dem Thema sind, Graphic Novel, um zu beschreiben, dass es etwas ist, was in als ein Buch erschienen ist, was nicht in Heftform und dann gesammelt erschienen ist und in Fortsetzungen oder auch eben mehrere Bände immer weiter fortlaufend ist, sondern etwas, das ein Band, ein Buch, ein grafischer Roman, wie auch immer, ist. Persönlich sage ich zu allem Comic. Aber das ist ja wirklich eine Diskussion, die ich auch schon gehört habe, wenn etwas einen Buchrücken hat quasi, ist es dann schon eine Graphic Novel oder ist es eben doch nur eine Sammlung von Einzelheften und darf es den Begriff Graphic Novel nur haben, wenn es eben auch schon direkt in diesem Format erschienen ist und nicht erst in Heften, aber das ist ja komplett vermischt, also jeder benutzt es ja, wie er es will. Es ist ein Thema, mit dem wir uns wahrscheinlich noch lange rumschlagen werden. Ich finde das ehrlich gesagt auch nicht so, also für mich jetzt auch nicht so produktiv, da zu viel Zeit und Energie zu verschwenden mit so dieser Abgrenzung. Also ich glaube, es ist interessanter, drüber zu reden, also was kann eben Comic, Graphic Novel, / Graphic Novel alles sein oder was, ja, also jetzt innerhalb dieses Genres noch wieder so kleine Parzellierungen zu machen, also ja. Ich glaube, es gibt auch innerhalb der Szene Menschen, die abgeschreckt werden vom Prädikat Graphic Novel oder so, wie fast ein Schimpfwort, so, ah nein, genau, machen Graphic Novel, das kann ich überhaupt nicht, kann ich nichts damit anfangen. Ja. Und andererseits ist es aber ein Begriff, der für Menschen, die nicht so tief im Comic drin sind, das Medium interessant machen. Beziehungsweise die sich eher mit dem Begriff Graphic Novel identifizieren können, als mit dem Begriff Comic. Also es gibt diese Anekdote, die Neil Gaiman mal erzählt hat, vor vielen Jahren mittlerweile schon. Der war auf irgendeiner Party, kam mit irgendwem ins Gespräch, war ein angeregtes Gespräch und sein Gegenüber fragte ihn dann, was er denn macht. Und er sagte dann, er schriebe Comics. Und das Gegenüber verlor direkt das Interesse an dem Gespräch und an der Person und fragte dann mehr so aus Freundlichkeit dann noch nach, ja, was schreiben Sie dann so? Und erzählt ein paar Sachen auf und dann sagt er halt irgendwann, ja, und Sandman habe ich halt geschrieben. Und plötzlich das Gegenüber reißt die Augen auf und was? Sandman? Sie sind Neil Gaiman, Sie schreiben nicht Comics, Sie schreiben Graphic Novels. Aber ja, ich glaub, innerhalb der Comic-Szene ist es mehr so, ja, ein lästiges Thema. Außerhalb der Comic-Szene ist es eher so, dass Menschen, wenn sie Graphic Novel hören, sagen, ach ja gut, da kann ich ja auch mal reingucken. Das ist ja dann was Ernsthaftes, weil Comic ist ja für Kinder und bang, puff, peng. Mhm. Frank Schmolke hat vorletztes Jahr, glaube ich, 2019 vom Münchner Abendkurier, oder wie heißt die Zeitung? Münchner Merkur.
weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, irgendwie vergeben jedes Jahr so Preise an wichtige Menschen oder quasi die etwas gemacht haben, das herausragend war, eine Auszeichnung. Auf jeden Fall hat Frank Schmolke das gewonnen und in der Laudatio hat eben dann quasi für die beste Graphic Novel wurde er da ausgezeichnet und er hat dann auf der Bühne hat er eben dann gesagt, er fühle sich geehrt, vom Comiczeichner zum Graphic Novelisten aufgestiegen zu sein. Aber was Frank besonders gefreut hat, dass Helge Schneider saß im Publikum und er musste ab Franks Kommentar lachen. Ein Ritterschlag. Genau, das finde ich aber wirklich so. Also es ist eine doppelte Auszeichnung, hat er da gekriegt an diesem Abend. Ja, wie sieht's denn aus? Ich persönlich bin großer Verfechter digitaler Comics. Ich finde das voll toll, an meinem Tablet zu sitzen und da ganz viele Dinge zu lesen und weiß gar nicht so genau, ob es von euren Comics auch E-Versionen, also digitale Comics, gibt. Wie steht ihr zu digitalen Comics? Ist jetzt nicht so unser Steckenpferd, sag ich mal. Wir haben es ja schon mehrfach angesprochen. Wir sind bibliophile Menschen und machen auch eigentlich bibliophile Objekte. Und Claudio hat das oft sehr schön zusammengefasst, dass eben was am Ende also quasi da ist, also was den Comic erst zu einem Comic macht, also die Graphic Novel zu einer Graphic Novel, ist eben das Objekt Buch. Es ist nicht ein Objekt, das quasi etwas dokumentiert wie eine Ausstellung und übersetzt, sondern es ist das effektive Medium und es ist das Kunstwerk, genau. Und wir sind Bücherfans und ich finde, wie so ein Buch auch physisch so in der Hand zu haben und zu lesen, das ist eine physische Erfahrung, es hat ein Gewicht, es hat eine Haptik, es hat einen Geruch, es macht ein Geräusch und es ist auch eine intime Erfahrung. Und da, also das alles passt zur Narration und zur Zeichnung. Und ich glaube, das lässt sich nicht in genau dieser Form übersetzen auf ein Tablet. Ich finde, dann müsste man eben nachdenken über eben, wie kann man das übersetzen auf ein Screen. Also wie findet man eine neue, adäquate Form? Und wir arbeiten momentan mit einem Autor an einem Projekt, wo es vermutlich zeitgleich ein Buch geben wird in gedruckter Form und eine E-Version, aber wie spezifisch für dieses Projekt, und da macht es auch wie inhaltlich Sinn, weil es um genau solche Fragen geht. Aber es ist nicht etwas, das wir so ganz grundsätzlich anstreben. Nee, ich glaube, also viele, ich weiß nicht, was für Bücher liest du denn digital? Oder wo, über welche Plattform? Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich kenne mich auch nicht wahnsinnig aus, aber viele Bücher oder viele Autorinnen arbeiten ja mit der Idee von Einzeln- und Doppelseiten, also jetzt auch was Dynamiken und Größen und so anbelangt. Also ich finde es nur schon schwierig, also ich glaube, wenn man jetzt, also der Comic oder Martin Banshaw, vielleicht habt ihr das mal angeguckt, wenn nicht, macht das unbedingt, hat ja einen Scroll-Down-Comic gemacht von Star Wars Episode 4, den ganzen Film als Fanart, so. Mhm. Also wirklich auch in dieser Vogelperspektive mit den Characters als Punkte. Grandios. Ich glaube, wenn man es ausdrucken würde auf A4 Breite, wäre es irgendwie 12 Kilometer lang. Also ich weiß, vielleicht übertreibe ich, aber auf jeden Fall ein Mammutprojekt, grandioses Ding. Das ist wie so von Anfang an für dieses Medium gedacht. In dem Zusammenhang finde ich, macht das mega Sinn und es macht auch mehr sehr Spaß, das anzugucken. Ich habe keine Ahnung, wie man das in Buchform machen könnte. Es würde irgendwie keinen Sinn machen. Die Narration, die er wählt, ist schon ganz anders für dieses Scroll-Down. Das andere ist, stellt sich für mich die Frage, was sind das für Plattformen, also was für Vertriebsgeschichten, das ist für uns jetzt auch wie so als Weg gar nicht sich anbieten, den wir verfolgen, weil ich glaube, es hat wie so andere Bedingungen. Also ich glaube, wenn das irgendwann so eine Breitenwirkung kriegt, wenn die große Verlage, also jetzt wie Marvel oder DC, ich meine, die haben genug reiches Portfolio und auch genug Power finanzielle, auch sich eine Online-Plattform aufzubauen, in der sie das können. Aber ich glaube sonst, ich stelle mir vor, ich meine, das ist vielleicht mal sowas wie Netflix oder Streaming-Dienste für Comic, also wie so Online-Bibliothek. Grundsätzlich würde ich mich nicht davon verschließen, aber
Ich glaube, diese Bücher, die wirklich dann online oder digital auch gut funktionieren, wie ich es mir vorstelle, arbeiten auch mit den Möglichkeiten dieses Mediums und sind nicht einfach quasi analog dann auch noch digitalisiert. Also ich meine, eben für viele geht das, also für viele Bücher funktioniert das wahrscheinlich auch. Aber mich fängt es dann erst so, würde es jetzt schon mehr interessieren, wenn es so medienspezifisch gedacht ist eigentlich. Aber da gibt es natürlich sehr spannendes Zeug. Es gibt wirklich sehr, sehr coole Geschichten, auch coole Internetseiten, wo man so Geschichten, die so von Anfang an so gedacht sind, lesen kann. Aber eben als Verlag stellt sich die Frage, wie können wir da Geld verdienen damit? Also ja, wir haben nicht genug Power und auch nicht genug Titel, um eine eigene Seite aufzubauen, in der man dann diese Bücher online kaufen kann. Und so diese E-Books, also die Möglichkeiten, die dieses Medium gestalterisch bringt, das finde ich, ist mir zu wenig. Und einfach, wer kauft sich ein PDF? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Eben, es ist so, ich bin zu wenig in diesem Genre. Oder in diesem Bereich kenne ich mich zu wenig aus. Okay, also für euch gesprochen, ihr kreiert Comics, die ein Gesamtwerk sind. Da ist dann die komplette Haptik ein großer Teil von. Eben auch sowas wie dieses Papier, der Einband, wie riecht es? Das sind alles Dinge, die zum Gesamtkunstwerk dazugehören. Und deswegen ist es ein Grund, warum E-Comics für euch noch aktuell keine Rolle spielen. Ja, nee, ich meine, das ist das eine. Das andere finde ich wirklich, dass eben, ich glaube, wenn ZeichnerInnen sich überlegen, wie erzähle ich die Geschichte, dass sie auch die meisten von ihnen daran an einen Blättern denken. Und dieses Blättern ist im Digitalen ist das etwas anderes, oder? Wenn du das Tablet Hochformat hältst, siehst du nur die Einzelseite, wenn du das Querformat hältst, siehst du die Doppelseite. Das ist etwas, das du nicht kontrollieren kannst als Autorin. Ja. Also wenn das jetzt so aufgebaut ist, jetzt mir persönlich als Autor wäre das wichtig, dass ich diese Kontrolle habe. Und wenn ich sie nicht habe, dass ich quasi einen anderen Twist einbaue, das quasi mit dieser Variable umgeht und dafür, beziehungsweise aus dieser Variable eine Quelle schöpft, die narrativ etwas ermöglicht, die mir quasi eine andere Erzählform ermöglicht. Ich glaube, in anderen Worten, nochmal formuliert, wir wollen nicht, also das finden wir jetzt auch erzählerisch, gestalterisch nicht interessant, einfach quasi ein PDF zur Verfügung zu stellen, wo man etwas, das als Buch gedacht war, dann am Screen lesen kann. Also wenn, dann sollte die Geschichte spezifisch auch dieses Medium mitgedacht haben und mit den Möglichkeiten von diesem Medium spielen. Alles klar, vielen Dank. Dann natürlich noch das große Thema. Wir haben so ungefähr 90 Minuten für unser Gespräch eingeplant. Wie sieht's aus mit den Conventions und Messen, die in diesem Jahr natürlich ausgefallen sind? Gerade euch dann natürlich auch die Gelegenheit genommen haben, euch mal persönlich vorzustellen. Ja, wie sehr fällt das bei euch ins Gewicht, dass jetzt zum Beispiel Erlangen nicht stattgefunden hat, dass München auch zumindest in der reduzierten Fassung stattfinden wird und auch ja bei euch in der Schweiz gibt's ja auch Veranstaltungen in der Form. Was bedeutet das für euch? Mega scheiße. Und jetzt, also jetzt nicht nur, also ich meine, dass quasi Buchhandlungen nicht aufhaben, aber das ist, fällt noch viel mehr ins Gewicht. Weil das ist wirklich unser Tor zur Welt. Aber auch diese eben das Gefühl, mit einem Publikum in Kontakt zu sein, fehlt mir persönlich. Ich habe das Gefühl, so wie so wattig. Es fällt, also wir bringen diese Bücher raus und die machen dann so ein bisschen ihre Wege und manchmal tauchen sie ein bisschen auch auf den Wolken. Okay, da hat es irgendwie ein bisschen Niederschlag gefunden, aber es ist eigentlich neblig, man weiß nicht genau, wo, was, wie. Und das fehlt mir, einen persönlichen Austausch mit Publikum, um ein bisschen zu fühlen, was und wie das da geschieht von der anderen Seite und auch, mit den anderen Verlagen und unseren Verlagskolleginnen einen Austausch zu haben, ein Bier zu trinken, zu gucken, sich einen Überblick zu verschaffen, was haben die jetzt gerade gemacht das Jahr? Ich meine, wenn du an den Messestand ranläufst, dann siehst du das gerade, sonst auf der Internetseite musst du dir das dann irgendwie erarbeiten oder im Buchladen siehst du auch eine Auswahl. Ich finde, also diese Form von Interaktion, ich vermisse das schmerzlich. Also deshalb finde ich wirklich sehr schade. Und ist jetzt für uns doppelt schade 2021, weil wir ja dieses Jahr eben das 40-jährige Jubiläum eigentlich feiern wollen und da gäbe es eigentlich allen Grund dazu anzustoßen mit AutorInnen, LeserInnen, eben VerlagskollegInnen und da müssen wir jetzt bis auf Weiteres auf
große Partys verzichten, das ist natürlich schade. Und eben, also Reprodukt, Avant, wir und Ja, das ist ja 10, 20, 30, 40-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Wir sind zusammen 100. Ich meine, das ist eigentlich schon wirklich ein mehr als ein triftiger Grund, eine große Party zu schmeißen. Ich habe mich eigentlich auch sehr darauf gefreut, dass wir das, dass diese Chance besteht. Und jetzt ist so diese Eventualität wahrscheinlich eher nicht und so. Das ist doch mega schade. Ich finde, dass ich meine, eine große Sause in Berlin mit diesen vier Verlagen wäre doch super geil. Definitiv. Und wir würden alle kommen, wenn ihr uns einladet. Ja, aber da hast du quasi eine Frage schon vorweggenommen, nämlich die Frage der Mitbewerber, wenn man so möchte. Jetzt seid ihr einer von, sagen wir mal, einer Handvoll sehr guten Graphic Novel-Verlagen, die es hier in der Region gibt, also im deutschsprachigen Raum. Und mir scheint jetzt, so wie du es beschreibst, als wäre das eigentlich ein ziemlich harmonisches Miteinander. Gar nicht so der Konkurrenzkampf, der Konkurrenzdruck, so dieses quasi sich bewerben um den Kunden, scheint gar nicht so krass zu sein. Täuscht der Eindruck? Nein, ich glaube, der Eindruck ist richtig. Natürlich verlegen jetzt die Verlage, die Claudia gerade erwähnt hat, alle AutorInnen, die wir zum Teil auch sehr schätzen und uns auch freuen würden, wenn sie zu unserem Portfolio gehören würden. Aber wir wollen, also ich glaube, das bringt es gar nicht, sich da gegenseitig das Wasser abzugraben. Ich glaube, alles, was gut ist für Avant oder für Reprodukt oder für Jaja oder auch Rotopol, ist im Endeffekt auch gut für uns, weil das ist gut für den Comic oder für die Graphic Novels. Und eben wie gesagt, also wir machen 12 Bücher im Jahr. Wir haben auch so eigentlich, wir müssen schon so auswählen, welches sind dieses Jahr unsere 12 Lieblingsbücher. Und es gibt eigentlich mehr gute Projekte als die 12, die wir machen können. Also insofern finde ich hier einen Konkurrenzkampf nicht produktiv und auch nicht nötig. Also, nee, ich freue mich über jedes geile Buch, das rauskommt, egal bei welchem Verlag. Ich finde das wirklich cool. Und das dass diese Community gibt, die enthusiastisch Comicbücher verlegt. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur Reprodukt, Avant, ja, da gibt es auch noch Rotopol, da gibt es Schreiber und Leser, da gibt es Splitter, da gibt es Carlsen, also ich finde, oder Panini, also das sind ja verschiedenste, das ist ja jetzt eben nicht so, dass wir da Grabenkämpfe oder mindestens nicht von mir her führen, sondern das sind ja, die sind alle begeistert von diesem Medium und dementsprechend finde ich es auch mega cool, dass es die alle gibt, dass es diese Diversität gibt. Ne? Wie Julia sagt, ich meine, wir müssen ja irgendwie 200 Bücher machen im Jahr, wenn es die alle nicht gäbe. Und also es gibt genug Luft für alle oder beziehungsweise, ja, ne, nichts beziehungsweise. Ja, und ich glaube jetzt beispielsweise, dass jetzt Avant mit Liv Strömquist so ein Bestseller gelandet hat, das ist doch total toll für den Comic. Ich glaube jetzt auch, also weil das jetzt so einen Bombenerfolg hat und halt auch, also dadurch, dass es da ja um feministische Themen geht, ich glaube, das lesen ganz viele Leute, die interessiert sind an einem Thema und eigentlich nicht per se Graphic Novels lesen, aber vielleicht durch dieses Buch zu Graphic Novels kommen, wer weiß. Also wenn es nur eine Leser in ist, dann ist es ja schon eine mehr wie vorher. Also und gleich ist bei Persepolis, das bei uns erschienen ist. Also ich glaube, es braucht solche Türöffner, um eben so ein breites Publikum zu erreichen, längerfristig. Und dann ist im Endeffekt auch egal, bei welchem Verlag das erschienen ist, die muss es einfach geben. Torgal! Genau, stimmt. Obwohl, ich weiß nicht, ob man das im Anschluss an ein feministisches Buch Torgal erwähnen kann. Warum nicht? Das hat dir doch gesagt. So was von sexistisch. Ja, aber es hat dir gefallen, mir hat es auch gefallen. Ja, muss ich leider zugeben. Das gefällt mir immer noch. Super gut, vielen Dank dafür. Dann lass doch mal ganz am Ende noch mal einen Blick in die Glaskugel werfen, mal ein bisschen über die Zukunft nachdenken und vielleicht einen Ausblick wagen. Wie sieht's aus? Wie geht's bei euch weiter? Wie geht's mit eurem Verlag weiter? Wie geht's vielleicht auch ganz persönlich bei euch weiter? Habt ihr schon 1000 coole neue Dinge im Portfolio, auf die ihr vielleicht mal hinweisen wollt, die ihr anteasen möchtet? Wie geht's weiter? Erzählt mal. Also wir sind daran, die Frühlingstitel fertig zu machen. Also jetzt, also ist gerade eine
gestalterisch leicht überarbeitete Neuauflage, also Jubiläumsausgabe erschien von Persepolis, wie gesagt. Dann haben wir Matta neu aufgelegt. Das ist ein Buch, das Anfang 90er Jahre in der Edition Moderne erschienen ist, in zwei Bänden und wir jetzt als Gesamtausgabe neu herausgebracht haben. Das ist ein Geschenk, das wir uns und dem Verlag machen zum 40-jährigen Jubiläum, so jetzt dieses Jahr fünfmal ein Klassiker neu aufzulegen. Viermal. 40 Jahre, vier Klassiker. Und parallel dazu haben wir ein ausgesprochen junges und weibliches Programm. Jetzt gerade druckfrisch liegen vor Pause ohne Ende, ein Humor, also Cartoon-Band vom gleichnamigen Duo aus der Schweiz. Melek und ich von Lina Ehrentraut. Dann Zwang von Simon Baumann. Und dann steht noch an Prisma von Joe Kessler aus England. Und eine wilde visuelle Orgie. Ja, da freuen wir uns auch sehr drauf. Und dann noch Cheese von Susu. Das wäre so das Frühlingsprogramm. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Nee, Jan Bachmann. Ah, Jan Bachmann, stimmt. Macht ein neues Werk. Stimmt. Und zwar über den Kaiser Wilhelm, der ins Exil, also quasi über seine Zeit im Exil nach dem Verlust des Ersten Weltkrieges, das macht eine wahnsinnig gute Satire. Diese Verstiegenheit dieses Menschen und dieser Entourage, die sich sowohl die Niederlage nicht eingestehen kann, wie auch überhaupt diese Form von in Gesellschaft, also diese Abgekoppeltheit, eigentlich diese Realitätsfremdheit überhaupt gegenüber. Oder, ja, die haben wirklich jegliche Bodenhaftung verloren. Und da zitiert er wie einmal mehr aus historischen Quellen und spielt da eine Geschichte daraus wirklich sehr, sehr gut. Also einerseits es ist eine tragische Geschichte und es ist auch eine, also ich meine, wenn man daran denkt, wie viele Todesopfer der Erste Weltkrieg gefordert hat, auch aufgrund nicht nur von Kaiser Wilhelm, sondern überhaupt einer Weltanschauung von diesen maroden Monarchien, die da überall waren, die eskaliert sind und quasi eben dann, wie wir das aber trotzdem so auch in dieser Lächerlichkeit preisgibt, finde ich wahnsinnig gut. Und dann im Herbstprogramm haben wir ja dann wieder noch, machen wir nochmal zwei Klassiker und haben wieder ein sehr tolles Programm, auch mit zwei coolen Humortiteln. Einerseits Hannes Richard macht ein neues Buch, dann Anouk Rigaud, eine Französin, die einen wahnsinnig tollen Humor hat. Das ist ein Projekt, das heißt Die Experten für alles. Sehr toll. Dann haben wir zwei auch ein Debüt einer Schweizerin, Maeva Rubli, das ein sehr tolles Buch über eine Begegnung mit einer Syrerin, einer Geflüchteten, die in der Schweiz lebt und die sich dann so gegenseitig, die sich begegnen. Das ist ein sehr berührendes, schönes Buch, ein ganz anderes Thema. Dann haben wir von Stefan Haller machen wir ein Buch, das ist auch ein Schweizer Autor. Andreas Kierner, macht eine Science-Fiction-Geschichte, die, was das den Standard an Kolorierung anbelangt, einfach vielen das Fürchten lehrt. Und dann verlegen wir noch Anna von Mia Oberländer, die ja letztes Jahr für dieses Projekt den Bertolt Leibinger Preis entgegennehmen konnte. Und wie gesagt, zwei Klassiker, sollen wir das schon erwähnen? Ja, können wir machen. Ja, das können wir machen. Und zwar die Nestor Burma-Reihe von Dardi. Also es sind diese vier Bücher, die er gemacht hat, im Zusammenhang mit Nestor Burma, also Leo Malle und Dardi, die verlegen wir neu in einem Band. Mhm. Das ist auch ein Geschenk, das wir uns selber machen, weil die ganzen Bücher sind nicht mehr lieferbar bei uns und das möchten wir gerne, diesen Zustand möchten wir gerne ändern. Und das andere Buch, das wir auch noch machen, ist von David B., Die heilige Krankheit. Auch so ein Buch, das uns wahnsinnig wichtig erscheint und das wir sehr, sehr gerne mögen und das auch nicht mehr greifbar ist, das wir deshalb auch neu auflegen werden. Haben wir denn sonst alle Herbsttitel jetzt erwähnt? Ja. Wir haben alle erwähnt. Und vielleicht sonst, ich weiß gar nicht, das planen wir so. Wir sind immer so busy, aber das finde ich jetzt irgendwie schwer, so zusammenzufassen. Ja, für nächstes Jahr haben wir auch schon wieder einige Titel im Petto, aber die jetzt alle aufzuzählen. Also es wird uns nicht langweilig. Mit uns ist zu rechnen. Wir haben Elan nach wie vor. Und
Also was heißt nach wie vor? Das machen sie ja noch nicht lange. Cool, das klingt auch sehr vielversprechend. Da sind eine Menge Dinge dabei, auf die ich mich sehr freue. Also ich werde jetzt nicht anfangen, hier alle aufzuzählen, die mir sehr gut gefallen haben, weil dann sind wir morgen nicht fertig. Auch wenn man hier über euer Portfolio mal drüber fliegt, da sind so viele tolle Dinge dabei. Und ich habe wirklich, wenn ich, also wenn ich das sehe, jedes 10. Buch mindestens gelesen. Aber vielleicht, das würde mich jetzt schon noch interessieren, also mehr jetzt nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern weil uns eben dieser Austausch mit LeserInnen so fehlt, könnt ihr denn beide, ich weiß nicht, je 3 Bücher aufzählen, die euch jetzt speziell gefallen haben oder so? Ich kann das auf jeden Fall tun. Ich weiß noch nicht, ob ich bei 3 bleiben werde. Also ich gehe mal hier einfach mal durch, weil das echt eine Menge sind, die ich gelesen habe. Also, wirklich gut gefallen hat mir das Salzhunger. Ja. Das fand ich toll. Dann natürlich hier, wie ist das blaue, Sekunde, da der Magnet. Das war einfach, ja, also atemberaubend. Dann wäre es jetzt falsch, schon wieder Frank Schmolke zu erwähnen, weil den hatte ich hier im Interview und ich finde den einfach auch menschlich total toll. Deswegen möchte ich das jetzt mal ausklammern. Das ist sonst so subjektiv. Man darf sich auch wiederholen zu einem Phantom. Gefällt uns auch sehr, sehr gut. Wir wiederholen uns auch, wenn uns etwas total gefällt. Und dann vielleicht noch als, ja, so eine Art Geheimtipp, weil ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen untergegangen. Oh, bei nee, Superman fand ich cool. Das habe ich sogar im Podcast hier vorgestellt von Gion Carpida. Da war viel Interpretationsspielraum drin, aber es hat mir doch wirklich sehr gefallen und es hat nichts mit Menschen in Strumpfhosen zu tun. Also dann, ich kann auf jeden Fall, weil ich das Interview mit Frank Schmolke nicht geführt habe, Nachts im Paradies anführen. Also habe ich erst letztes Jahr gelesen. Ich glaube, es kam raus in dem Jahr, wo ich unterwegs war und nicht so viel gelesen habe. Aber das hat mich tatsächlich auch sehr begeistert, so während alle anderen schon vor mir begeistert waren. Das Karma-Problem habe ich vor ein paar Jahren gelesen. War ja Reto Glor und noch andere Menschen beim Comic-Salon auch, war ja ein bisschen so die Schweiz auch mit repräsentiert, auch mit einem Panel und so. Das fand ich damals schon sehr interessant, auch so einen Einblick da in die Schweizer Comic-Welt auf diesem Panel auch mitzukriegen und dann eben auch diesen Band gelesen. Und ansonsten Joe Sacco finde ich auf jeden Fall sehr gut und auch Emmanuel Guibert, die Bücher, also war ich auch einen ganz tollen Illustrator. Da habt ihr euer Feedback, auf das ihr so lange gewartet habt. Gern geschehen. Danke sehr. Danke sehr. Ja, geil. Andi, haben wir noch Fragen? Oder war das jetzt ganz schön rund? Ich fand, das war ganz schön rund. Julia, Claudio, vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch heute nochmal auf eure Terrasse zu setzen, mit Blick auf das schöne Zürich und mit uns eine Runde über euch, euren Verlag und euer Programm zu sprechen. Ich fand es ganz, ganz toll und für euch Hörende da draußen der Hinweis, dass wir natürlich alle relevanten Links, die es gibt, also insbesondere zu Websites, zu den Social-Media-Auftritten und ich glaube, das war's, packen wir auf jeden Fall noch in die Shownotes rein, damit ihr mal genau gucken könnt, was die beiden da so für Comics raushauen. Vielen Dank. Hey, danke euch vielmals. Danke euch. Ja. Herzlichen Dank fürs Gespräch. War sehr cool. Und den euren Hörenden, was ist für die? Lesen, ne? Lesen, lesen, lesen. Ach so, ja. Genau. Und auch danke fürs Zuhören, selbstverständlich. Alles klar, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.